Also ich bin der Steffen Ackermann, das ist mein Partner Dani Abraham. Wir sind seit 2010, Ja, oder? okay. Ein Büro. Wie ist es als junges Büro in Zürich? Es gibt eigentlich recht gute Voraussetzungen, finde ich, für ein junges Büro. Es gibt viele Wettbewerbe, man kann also viele Möglichkeiten mitzumachen. Es gibt die Möglichkeit zu assistieren an der ETH oder sonst an einer Fachhochschule. Von daher denke ich, gibt es sicher Länder, die schlechtere Voraussetzungen haben, ein eigenes Architekturbüro zu gründen. Ist Materialität heute wichtig in Architektur, also jetzt im Gegensatz zum Beispiel zur Moderne? Oder ist es für euch auch ein wichtiger Punkt? Klar, also eigentlich ist es das Wichtigste. Es umgibt uns jeden Tag. Ja, vielleicht kann man sagen, die Schweizer haben ja ein großes Faible für, so für Details und es wird sehr hoch geschätzt. Also das Handwerk ist auch extrem gut, so. Gerade zum Beispiel im Vergleich zu Holland ist die Handwerkskultur extrem stark und das ist auch irgendetwas Schönes, dass das in der Baukultur gepflegt wird. Gleichzeitig muss man vielleicht sagen, dass für uns das Detail oder die Materialität schon auch vor allem wichtig ist, wenn es im Dienst von der Idee oder vom Projekt eigentlich so wie ist und nicht für sich selber so zelebriert wird. Also wir haben nicht unbedingt ein Interesse, vielleicht langweilige Häuser zu bauen, die einfach extrem schön detailliert sind. Aber so eine ewige Diskussion, also ich meine, die Materialität und die Echtheit der Materialien oder was du siehst, ob das dann wirklich einfach nur eine Schicht ist, die du siehst, oder ob das wirklich dann die Massivität ist schlussendlich. Da gibt es auch die ganz andere Ansichten jetzt, wenn man mit Holland vergleicht. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber damals mal, als wir dort waren, ich meine, in Holland hat man keine Mühe, einfach, sage ich mal, so Tonplatten an eine Fassade zu kleben. Und das war dann Zu behaupten, es ist Backstein. genau. Und dazu mal war das eigentlich in der Schweiz praktisch unmöglich. Klar haben es Leute gemacht. Aber langsam gibt es hier auch so ein bisschen ein Umdenken, habe ich das Gefühl. Klar ist natürlich die schwere Backsteinmauer oder Fassade das Interessanteste, aber ja, es ist immer abzuwägen. Ja, klar, am liebsten würde man das machen, aber manchmal gelingt es einem einfach nicht aus. Ökonomischen Gründen vor allem Zum auch. Beispiel, wollte ich jetzt nicht sagen, aber es ist schlussendlich so, Es läuft auf das hinaus. ja. Hat man da heute eigentlich viel mehr Möglichkeiten, mit Materialien zu spielen? Verwendet man eigentlich eh immer die gleichen Sachen, so wie vor 50 Jahren? Nee, da gibt es ganz bestimmt viel mehr Möglichkeiten als früher, glaube ich. Ja, gleichzeitig gibt es so Sachen wie zum Beispiel gewölbte Gläser, die jetzt Trefffenster hatten, wo wir wirklich Beispiele in der Moderne gefunden haben. Die haben das gemacht und wir hatten total Mühe, jemanden zu finden, der das konstruieren kann. Natürlich, weil die Anforderungen ganz andere sind, also energetisch, in Bezug auf die Dichtigkeit und so weiter, sind es einfach viel komplexere Anforderungen und Sachen, die vielleicht also das Spiel für den Ausdrucker, den interessiert das wenig, ob es denn, also dem sieht man die Luftdichtigkeit nicht an. Und früher war es vielleicht gewiss weit auch ein bisschen freier oder es war insofern auch wahrscheinlich mehr möglich. Also wir stellen schon fest, insbesondere in der Schweiz, so das Minergie und das Energiediktat, wie sich das wirklich durch jedes Projekt, auch wirklich baurechtlich ist das ja verankert, oder, in den Bauzonenordnungen. Und wir haben schon immer wieder, sind wir da vor Fragen, wie das umgesetzt werden soll, oder? Und wie man es schafft, irgendwie einen spannenden Ausdruck zu finden, oder, mit diesen Vorgaben. Also zum Beispiel mit der Vorgabe, die Häuser einfach mit 30 cm dicken Dämmungen einzupacken. Also persönlich glaube ich, dass man unsere Generation irgendwann auslachen wird wegen dem. Das sind die Häuser so abgedämmt haben mit Styropor. Aber wir es kommen nicht drum herum, es geht nicht. Nicht. Es ist einfach so, völlig es ist absurd eigentlich. vorgegeben.
Voraussetzung. Ja. Gibt es einen Schweizer Baustil und zählt er euch dazu? Nein, ich glaube nicht, dass man es so sagen kann. Also ein Stil, glaube ich nicht. Aber es gibt vielleicht die Tendenz so zur Sorgfalt oder zur Baukultur. Also die Schweizer Architektur kennt man ja schon. Es hat ja schon eine gewisse Bedeutung weltweit. Und also da gibt es schon so Tendenzen, aber ich glaube nicht, dass man von einem Stil reden kann. Wir zählen uns eigentlich nirgends irgendwie wirklich dazu, oder? Also, wir sind einfach noch zu jung. Ja, und zu haben zu wenig gebaut. Ja, und haben zu wenig Erfahrung eigentlich, um zu sagen, wir zählen uns jetzt da dazu oder da dazu, oder? Wir möchten uns das eigentlich offen halten. Aber was noch interessant ist, also ich meine, es gibt ja schon, wie soll ich sagen, man lässt sich manchmal ja vielleicht ein bisschen, ich weiß auch nicht, also man... Oder was ich sagen will, durch das Internet gibt's ja werden Projekte extrem schnell irgendwie über die ganze Welt so gestreut. Und da ist es manchmal schon interessant, dass man zum Beispiel in Chile plötzlich Architektur findet, die eigentlich auch in der Schweiz gebaut werden könnte. Oder umgekehrt. Also so die globale Beeinflussung, das ist schon echt krass. Und das hat sich irgendwie... Am Anfang des Studiums war das noch nicht so extrem. Also. Wahrscheinlich. Wie wichtig ist euch das Modell? Kann ein Modellfoto mehr als ein... Ah, sehr wichtig, ja. Das ist recht lustig, weil am Anfang haben wir relativ viele Renderings gemacht, vor allem bei Wettbewerben, weil das einfach wirklich schnell ging und wir die Zeit nicht hatten, um große Modelle zu bauen. Wir hatten auch die Möglichkeit nicht, weil wir Räume und Leute, wir haben zum Teil schon selber die Modelle gebaut, aber das braucht extrem viel Zeit halt. Und als wir dann begonnen haben, sag ich jetzt mal nach einem Jahr selber, oder die Modelle zu bauen und die Fotos zu machen, also es ist wirklich tausendmal besser und echter und interessanter als die Renderings, weil auch wenn man mit einem Kunden zusammen ist, zum Beispiel, du siehst, wenn du ins Modell guckst, siehst du 1000 Bilder, oder ich weiß nicht, wie viele Bilder, 14 Bilder pro Sekunde, oder ich weiß nicht, also du hast viel mehr Bilder, du siehst das viel echter, als wenn das... in einer Visualisierung schon so echt rüberkommt und es überhaupt nicht echt ist und auch, also nur schon mit dem Licht, das wirkt einfach viel besser. Und es hat zusätzlich noch die Abstraktion, was du meistens in einer Visualisierung natürlich nicht hast. Und meistens positioniert man sich eigentlich mit der Visualisierung viel zu stark. Und da finde ich das, also wir finden das Modell eigentlich viel, viel interessanter. Dann noch zur Abschlussfrage, habt ihr Tipps für Architekturstudenten? Genießt es. Ah ja, genau. Genießt die Freiheit. Unbedingt möglichst lange studieren. Das ist das Beste.